Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Session. Ich bin die Anastasia Kotichekova, Technical Account Manager bei VMware, und zusammen mit meinem Kollegen Robert Walter werden wir jetzt Ihnen die Vorteile einer gemeinsamen, vollumfänglichen Nutzung von Skyline Health Diagnostics zusammen mit Skyline Advisor und VRealize Operations Cloud, kurz VROPS, vorstellen. So, zuallererst, was machen diese drei Systeme überhaupt und wie hängen sie zusammen? Dazu habe ich eine kleine Mindmap vorbereitet. Wie Sie sehen, steht in der Mitte das Problem. Das heißt, das kann ein Problem sein, zum Beispiel bei dem eine VM hängt, nachdem es einen Power-Outage gab und die Verbindung zum Storage ausgefallen ist. Was passiert nun bei diesem Problem? Also, wir wissen, dass es generell eins gibt. Ist aber Ihre Umgebung, also die Kundenumgebung, betroffen? Gute Frage. Fangen wir zuerst an mit VROPS Cloud. Kurz und sehr knapp. In VROPS Cloud können verschiedene Alarme gesetzt werden. Das heißt, die Umgebung kann überwacht werden und gibt dann durch diese Alarme Bescheid, wenn etwas nicht stimmen sollte. Dazu wird dann Robert später mehr erzählen. Gehen wir weiter zum Skyline Advisor. Skyline Advisor reagiert eher, ich würde sagen, proaktiv. Das heißt, es zeigt so ein Finding an. Das ist eben das beschriebene Problem vorhin. Hätten Sie es gemerkt, auch ohne Skyline? Bestimmt, wenn Sie einen Power-Outage gehabt hätten. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Skyline Advisor scannt die Umgebung eben. Immer wieder auf solche Probleme, beziehungsweise auch auf Security Advisories. Und es muss dazu gesagt werden, dass das Ganze online passiert. Ein weiteres sehr praktisches Feature von Skyline Advisor ist, dass wenn es doch ein Problem gibt, wo kein Finding da ist, Logs hochgeladen werden können, darüber. Also das heißt, Sie machen ein Ticket auf und laden die Logs hoch, bevor der Support Sie anfragt, was sehr praktisch ist. Weiter zu Skyline Health Diagnostics, SHD. Das ist unser neuestes Tool und was ich immer und immer wieder betonen möchte, es funktioniert offline. Das hat den ganz großen Vorteil, dass auch eine Dark Side ohne Probleme analysiert werden kann. Das Ganze funktioniert so, dass eine Appliance in die Umgebung deployed werden kann, die dann nicht nach außen kommuniziert, ganz wichtig, und durch das mitgelieferte angeeignete Wissen von dem System selbst die Logs dann nach bekannten Problemen abgesucht werden. Somit sieht man dann eben, dass Skyline Advisor mit Skyline Health Diagnostics als auch VROPS Cloud zusammenarbeiten, reaktiv als auch proaktiv und dann Ihnen hoffentlich auch und dem Support in Zukunft unter die Arme greifen können. So, das zum Einstieg. Da ich mich bei uns intern auf SHD spezialisiere, jetzt weiter zum umfänglicheren Überblick dazu, bevor ich dann an den Robert weitergebe für die anderen Systeme. So. Skyline Health Diagnostics supportet zurzeit vSphere und vSAN von 6.5 bis 7. Hoffentlich ist jede Ihre Umgebungen mindestens auf 6.5. Die Logs werden dann on-premise geuploadet und offline natürlich. Man kann aber auch eine Connection mit dem vCenter und dem Host aufstellen. Dann gibt SHD eben Details über Probleme und Recommendations. Das heißt, Recommendations können dann KB-Artikel sein, die dann aufgezeigt werden. Hier, das könnte passieren und das müssen Sie ausführen. Und es gibt auch Auskunft über Compatibility-Issues zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie einen Driver haben, der zum Beispiel nicht kompatibel ist mit unserer Lösung, dann wird das in SHD aufgezeigt. Ziemlich einfach. Zur Customer Experience. Auch die wollen wir wirklich so einfach wie möglich halten. Der Kunde hat ein Problem. Dann zieht der Kunde das Logbundle, startet die Analyse mit SHD und bekommt dann eine Recommendation. Dann bekommt der Kunde KBs oder Compatibility Matrix Recommendations oder eben Security Advisories, die dann natürlich alle behoben werden müssen. Natürlich passiert es auch teilweise, dass es keine Recommendation gibt. Denn wir alle wissen, jede Umgebung ist sehr spezifisch und dann muss man eben den normalen Weg gehen über den Support.
Aber selbst da kann man eben über Skyline Advisor die Logs hochladen, proaktiv. So, und wie installiert man SHD? Ganz einfach, es gibt zwei Methoden. Einmal PhotonOS oder eben eine SHD-Over-Appliance. Ich bevorzuge die zweite Methode, die ist nämlich sehr einfach und sehr zeiteinsparend. Und ja, wenn Sie Probleme haben sollten, melden Sie sich bei VMware-Kollegen und dann wird Ihnen bestimmt geholfen. So, und wie wird das Ganze geupdatet? Man kann es online machen, das heißt, wenn Sie keine Dark Side haben, wenn Sie sich da keine Gedanken drüber machen, da Sie sowieso schon in der Cloud agieren, gerne online. Ansonsten durch ein ISO-File offline. Den können Sie oft eben downloaden, also hoffentlich monatlich dann, und ja, Ihre Umgebung updaten, also beziehungsweise SHD für Ihre Umgebung. So. Ich denke, manchmal ist es langweilig, die ganzen PowerPoints zu sehen. Das heißt, kurz in die Demo-Umgebung. Wir haben eben eine sehr einfache Appliance, meiner Meinung nach, mit einer einfachen Umgebung. Hier ist die Version 2.5, das heißt die neueste Version. Hier sieht man, dass man das vCenter an die SHD anbinden kann, beziehungsweise eben den Host, durch den Host nehmen oder die IP. Ganz einfach. Oder, was ich eben gerne mache, man kann Bundles hochladen. Das heißt, Sie wissen, dass auf einem bestimmten Host ein Problem vorherrscht und ziehen dort die Logs und laden sie hier über diesen Button hoch, diese beiden Buttons. Und der ganze Prozess beim Hochladen ist eigentlich ziemlich schnell. Natürlich hängt es davon ab, wie groß das Log-Bundle ist, aber relativ schnell, würde ich sagen. Und dann kann man hier den Report sehen, auf View und ganz einfach. Die UI ist auch hier sehr übersichtlich, meiner Meinung nach. Man kann hier ein paar Sachen aufklappen, zeige ich auch gleich kurz. Und hier sind die ganzen Findings. Alle eben unterteilt. Overall Diagnostics und Security Advisories. Hier bei den Security Advisories sieht man, okay, Critical Findings. Ganz viel. Und man kann eben dann aufklappen und sehen, okay, das ist auf dem und dem Host. Und dann später, also hier weiter unten, sieht man die ganzen Findings. Da klappe ich jetzt aber nichts auf, denn mein Punkt hier ist, versuchen Sie es selbst. Es ist eine Offline-Appliance, das heißt, laden Sie es sich einfach selbst runter und schauen, wie Sie damit zurechtkommen. Logs aus Ihrer Umgebung sind das, was Sie bestimmt am meisten interessiert. Und die ganzen Findings werden Sie hoffentlich auch zu einer besseren Umgebung führen. So, nochmal kurz in die PPTs. Es gibt nämlich auch noch eine Roadmap. Das heißt, wie sieht die Zukunft von SHD aus? Diese Roadmap ist exklusiv, wurde noch keinem Kunden vorgestellt. Das heißt, ich freue mich jetzt, Sie mit Ihnen teilen zu können. So, Punkt Nummer 1. Es werden mehr Signaturen hinzugefügt. Das heißt, in Logs können dann mehr Probleme gefunden werden, wenn diese eben da sind. Das Ganze wird mit vSphere und vSAN weitergemacht, aber dann auch hoffentlich mit Core Storage und Core Networking, was sehr cool ist. Also mehr Produkte irgendwann auch. Der zweite Punkt, es wird hoffentlich auch irgendwann ein Zugriff aus dem vCenter aus gleich auf die SHD-UI passieren. Das heißt, dann braucht man auch bestimmt keine Appliance mehr, um SHD nutzen zu können. Der dritte Punkt, es wird Remediation-Workflows geben für bestimmte Probleme. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Zertifikat ausgelaufen ist und SHD es sieht, dann gibt es dann irgendwann einen Button, der sagt Remediation und wir haben ein neues Zertifikat drin. Ganz einfach. Und der vierte Punkt, es gibt dann auch hoffentlich Product Pre-Checks. Das heißt, wenn Sie irgendwann auf vSphere 8, 9, 10, keine Ahnung, updaten wollen, dann wird es irgendwann möglich sein, schon davor zu sehen, okay, was sind die Compatibility Issues, die vielleicht auftreten mit anderen Systemen zum Beispiel. Ja,
Das von meiner Seite zu SHD und jetzt weiter zu Robert Walter. Danke Ihnen. Vielen Dank, Anna. Gut, ich bin Robert Walter und ich möchte in den nächsten Minuten einen Einblick in VMware Skyline, die Lösung für proaktive Fehlerbehebung, geben. Zunächst also, was ist VMware Skyline? Als Kunde ist sicher das reaktive Support-Szenario ein Begriff. Es gibt ein Problem in der Umgebung, es wird ein SR bei VMware eröffnet, unser Tech-Support-Team sucht und arbeitet an der Lösung des Problems. VMware Skyline ist ein cloud-basierender Service für proaktiven Support, was bedeutet, dass dieser Service helfen kann, Probleme zu vermeiden, bevor sie in der Infrastruktur überhaupt auftreten. Dadurch kann also ein SR ebenfalls vermieden werden. Der Ansatz hier ist aber noch ein Schritt weiter zu gehen als bei Skyline Health Diagnostics, was wir eben gehört haben, hilfreich ist, wenn zum Beispiel bereits ein Fehler aufgetreten ist. Skyline identifiziert proaktiv potenzielle Probleme auf der Grundlage der Umgebungskonfiguration, Details und die Nutzung und bietet dann Anleitungen, damit VMware-Administratoren diese Probleme beheben können, bevor sie, wie gesagt, auftreten. Und so kann die Zuverlässigkeit und die Stabilität der Umgebung zusätzlich verbessert werden. Skyline hilft auch dabei, bestehende Probleme schneller zu lösen. Wenn ein aktiver SR besteht, kann man beispielsweise Skyline nutzen, um die Log-Bundles schneller bereitzustellen. Gleich noch mehr dazu. Ebenfalls werden durch Skyline automatische Sicherheitsschwachstellen erkannt und es wird eine proaktive Anleitung zur Behebung dieser angeboten. Und dies führt ebenfalls zu einer besseren Sicherheit und ja, Widerstandsfähigkeit der Umgebung gegenüber Angreifern. Skyline ist ohne zusätzliche Kosten in einer VRealize Cloud Universal Lizenz oder aber mit Production Support oder Premier Support Verträgen sowie mit Success 360 verfügbar. Aktuell unterstützen wir vSphere, VCF, NSX und Horizon sowie VROPS als Endpunkte. Wo wir jetzt aber eine Übersicht haben, was es kann, noch ein paar Worte, wie Skyline funktioniert. Zunächst muss eine Appliance installiert werden, der Skyline Collector. Dieser Vorgang dauert meistens etwa 15 bis 30 Minuten und dieser Collector benötigt ebenfalls eine Verbindung zum Cloud-Service. Sobald dieser Collector installiert und mit den Endpunkten konfiguriert ist, beginnt er mit dem Sammeln von Produktnutzungsdaten und der Erfassung von Mustern, Ereignissen, Trends, Konfigurationen oder prüft auch die Design-Compliance. Basierend auf diesen Daten führt Skyline eine umfassende Analyse der Umgebungsdetails und der Produktnutzung durch und vergleicht diese mit den Best Practices und Designüberlegungen von VMware. Daraufhin agiert Skyline dann, um die proaktiven Erkenntnisse und Empfehlungen bereitzustellen. Darauf wird dann mit dem webbasierten Skyline Advisor Portal zugegriffen. Bevor wir nun aber zu zwei Features kommen, die ich herausheben möchte, nochmal eine Übersicht der Vollständigkeit halber. Zunächst, alle Kunden haben Zugriff auf Skyline, ob produktintern mit dem Skyline Health im vSphere Client oder eben mit dem Skyline Advisor. Mit Skyline Health Diagnostics haben wir eben schon gehört, ein Log-Analyse-Tool, mit dem Kunden Probleme selbstständig beheben können. Was neu hinzugekommen ist, ist die Verbindung von VRealize Operations Cloud mit Skyline. Mit dieser Verbindung sind weitere neue Möglichkeiten vorhanden, wie wir aber gleich sehen werden. Wie bereiten wir aber nun die gesammelten Informationen eigentlich auf? Nun, zusätzlich zu den Findings, genannten Empfehlungen, das können eben Änderungen in der Konfiguration oder Hinweise auf bekannte Probleme mit bestimmten Softwareständen sein, generiert Skyline eine Upgrade Recommendation. Wie wir sehen, wird dargestellt, welche Probleme mit einem Update beispielsweise behoben werden könnten. Zusätzlich wird die Umgebung auf Funktionalität untereinander, sprich den eingesetzten Lösungen, die mit Skyline verbunden sind, wie NSX oder Horizon geprüft. Das ist ein Schritt, der sonst ebenfalls manuell durch den Administrator ausgeführt werden muss. Und das ist neben dem jetzt kommenden Feature eins meiner persönlichen Highlights. Und dazu kommen wir jetzt zu einem meiner Meinung nach Feature von Skyline, was wirklich ein Zeitersparnis bedeutet. Log Assist. Jeder kennt die Situation, wenn er zu einem SR ein oder mehrere Log Bundles vielleicht sogar aus der Umgebung bereitstellen muss.
Und hier kann Log Assist unterstützen, indem der Upload-Prozess zu einem SR direkt über das Interface des Skyline Advisors angestoßen werden kann. Es ist kein Umweg mehr über den Secure FTP-Server mehr notwendig. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Und zusätzlich dazu kann eine Erlaubnis erstellt werden, welche dem Support-Engineer, das ist dann hier der Punkt 2, den ich gerade beschreibe, ermöglicht, noch weitere Bundles von den im SR vermerkten oder halt betroffenen Komponenten zu erstellen. Und dies kann dann beispielsweise ohne weitere aktive Aktion des VMware-Administrators erfolgen. Das kann natürlich definitiv die Lösungsfindung beschleunigen. Ja, und jetzt haben wir schon ein paar Dinge über Skyline gehört und nun kommt VRealize Operations Cloud ins Spiel. Als kleinen Reminder, VROps kann helfen, die Herausforderung durch ja, eine einheitliche Plattform für Monitoring, Kapazitätsplanung in eben noch einiges mehr besser zu bewältigen. Im Wesentlichen haben wir die folgenden vier Hauptfunktionen. Ja, eine kontinuierliche Leistungsoptimierung, welche zum Beispiel die App-Leistung kontinuierlich durch beispielsweise automatische Workload-Platzierung in der Umgebung verbessert. Effizientes Kapazitäts- und Kostenmanagement, intelligente Behebung von Fehlern in der Hybrid- und Multicloud, von der App bis zur Infrastruktur runter oder eben auch eine Prüfung und Überwachung der Konfiguration und Compliance mit automatischer Driftbehebung. So, dazu. Ja, und eine Zusammenführung von Skyline und VROps in der Cloud war eine der wichtigsten Kundenanforderungen in letzter Zeit. Viele Kunden nutzen heute eben Skyline und VRealize Operations Cloud nebeneinander. Denn jetzt können die Anwender proaktiv handeln und erweiterte Fehlerbehebungen in einem ja, einzigen SaaS-Workflow durchführen, ohne zusätzlichen Support zu benötigen. Ja, indem wir eben die Daten von Skyline und VRealize Operations Cloud miteinander verweben, können wir die Problemerkennung, Vermeidung und den Self-Service auf Dinge ausweiten, die wir separat gar nicht überprüfen können. Aber schauen wir uns doch jetzt die Neuerungen direkt im Skyline Advisor einmal an. Hier befinden wir uns also nun im Skyline Advisor Dashboard. Das ist der Einstiegspunkt zum Skyline in der Cloud. Und auf der linken Seite beispielsweise sehen wir dann die grundlegende Information zu dem Account-Typ, der momentan ist, beispielsweise mit welchem Support-Vertrag diese Accounts verknüpft sind. Links unten sehen wir dann noch die Informationen über den eigentlichen Skyline Collector. Wie sieht denn da der Health-Status aus beispielsweise? Und sofern das Feature schon genutzt ist, Informationen über die aktuellen Support-Requests, die mit Log Assist beispielsweise verbunden sind. Im mittleren Bereich auch eine erste Übersicht über die kompletten Findings der Umgebung. Die sind dann auch nach Kritikalität oder eben nach Kategorie gegliedert. Auf der rechten Seite dann die relativ neu hinzugekommene Operational Overview genannte Übersicht, in der wir bereits einige weitere Informationen über die Umgebung erhalten können. Beispielsweise wäre eben die Cluster-Konfiguration oder die Host-Konfiguration mit BIOS-Modellen etc. oder eben auch grundlegende Informationen über die Virtual-Machine-Konfiguration. Was jetzt die neue Verzahnung oder Verkettung mit VRealize Operations Cloud betrifft, das wird hier deutlich. Nach einem Klick auf den Knopf springt Skyline direkt auf das entsprechende Dashboard in VROps Cloud. Der Ladevorgang dauert einige kleine Augenblick, allerdings sind wir danach dann sofort in den entsprechenden Dashboard, ohne lange Umwege gehen zu müssen und haben dort dann die entsprechenden Informationen, die natürlich weitergehend sind als die in Skyline dargestellten. Man kennt es eventuell aus den bisherigen VROps-Erfahrungen, aber hier sehen wir deutlich mehr Informationen, deutlich mehr aufgegliedert mittlerweile. Sei es nur die VMware Tools-Version, das ist noch deutlicher dargestellt, etc. pp. Hier wird schon die Verzahnung zu VROps sehr deutlich dargestellt, sag ich mal. Zurück im Skyline Advisor. Wenn wir wieder zum Dashboard zurückgehen, springen wir doch gleich weiter zu dem eigentlichen Kernstück, sag ich mal, von Skyline, die Findings und Recommendations. Auf dieser Übersicht sehen wir die kompletten Themen, die kompletten Findings, die derzeit in der Umgebung auflaufen und eventuell zu Problemen führen könnten. Diese können wir natürlich dann weiter filtern, beispielsweise nach Bereichen im Inventory oder eben nach den erwähnten
Schweregrad der Kritikalität oder nach einzelnen Kategorien. Ebenfalls möglich ist eine Suche nach bestimmten Themen. Wenn wir beispielsweise nach Issues oder Problemen betreffend der NTP-Konfiguration der einzelnen Systeme suchen wollen, ist es hier möglich. Nach der Suche kriegen wir auch gleich die entsprechende Oberfläche oder die entsprechende Kachel angezeigt und können uns nach einem Klick ebenfalls anzeigen lassen, was kann denn das für Auswirkungen haben, wenn man dieses Thema nicht behebt? Und natürlich ganz wichtig, welche Objekte, in dem Fall welcher Host, ist denn eigentlich betroffen? Ebenfalls möglich mit dieser Cloud-Integration ist der direkte Sprung zu dem betroffenen System ebenfalls wieder in VROPS. Nach einem Klick auf das System springen wir auch wieder zu dem direkten Objekt oder zu dem betroffenen Objekt im VROPS und können uns dort weitere Informationen oder eben auch Möglichkeiten der Lösung anzeigen lassen. Beispielsweise, wenn wir jetzt eben auf den Host gesprungen sind und uns dort die Alerts anzeigen lassen, sieht man auch, dass der NTP-Alert bereits selektiert ist und eben als ein Skyline-Finding geflaggt ist, möchte ich mal so sagen. Wenn wir uns jetzt diesen Alert hier anzeigen lassen, kriegen wir natürlich dann weiterhin weitere Details und in dem Fall auch drei Recommendations angezeigt. Beispielsweise zunächst einmal weiterführende Informationen zu dem Alert, der ist dann aus der Dokumentation, aus der Skyline-Dokumentation entnommen oder eben auch eine Möglichkeit über einen KB-Artikel uns weitere Informationen anzeigen zu lassen. Und was jetzt eben auch neu ist, was die bessere Automatisierung betrifft, es gibt die Möglichkeit für bestimmte Findings beispielsweise sich selbstständig Vero-Workflows zu schreiben und diese dann hier auch direkt abfeuern zu lassen bzw. ausführen zu lassen, um bestimmte Findings direkt fixen zu können. In unserem Fall wäre das jetzt ein Fix, der das ermöglichen würde, die NTP-Konfiguration nach den entsprechenden Vorgaben direkt auf den Host auszuführen und wieder entsprechend der Vorgabe zu konfigurieren. Leider habe ich in dieser Demo-Umgebung nicht entsprechende Rechte, aber es gibt hier die Möglichkeit, direkt für bestimmte Findings eben eigene Workflows zu schreiben bzw. vorgefertigte Workflows zu verwenden, um eben das Finding als einen einzigen SaaS-Workflow fixen zu können. Zurück im Skyline Advisor. Was haben wir noch? Wir haben dann zunächst noch den Findings Catalog. Das ist eine Komplettübersicht über die Themen, gegen die geprüft wird, gegen die Skyline in der Cloud die Umgebung prüfen kann. Einfach der Vollständigkeit halber kann man hier die entsprechenden Themen raussuchen und sich weitere Informationen dazu suchen. Und derzeit prüfen wir gegen rund 600 Themen, 600 Issues, die durch Skyline adressiert werden können und auf die aufmerksam gemacht werden kann. Ebenfalls bei Findings und Recommendations sind natürlich die Upgrade Recommendations zu finden. Wie gesagt, das ist die Möglichkeit, sich weitergehende Informationen der Umgebung anzeigen zu lassen. Wie sieht es denn aus, wenn ich bestimmte Umgebungen habe? Muss ich noch welchen Patch einspielen? Und vor allem, welche Findings oder welche Anzahl ist denn dann eigentlich adressiert, wenn ich auf einen entsprechend höheren Bild, in dem Fall von vCenter, gehe? Abschließend noch eben die Ansicht des Log-Assist-Features. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach die Möglichkeit, eine deutliche Zeitersparnis zu haben im Fall des Support-Requests. Wenn unter dem Account, unter dem Customer-Connect-Account ein bestehender Support-Request erstellt ist oder eröffnet ist, wird er hier angezeigt und man kann dann den entsprechenden Support-Request selektieren und über die Schaltfläche Next den entsprechenden Workflow starten, um sich die Log-Bundles von den Komponenten in der Infrastruktur erstellen zu lassen und passend zu diesem Support-Request hochladen zu lassen. Wenn dies geschehen ist, kann es natürlich sein, wie gesagt, dass der Supporter weitere Log-Bundles anfordert. Das ist dann beispielsweise möglich, das hier anzeigen zu lassen. Die entsprechenden Requests des Supporters werden hier angezeigt und ein Approval ist hierüber möglich. Beziehungsweise ebenfalls, wie erwähnt, diese Möglichkeit des Auto-Approve, diese Erlaubnis zu generieren oder einzustellen, damit der Supporter für die entsprechenden Log-Bundles oder für den Support-Case entsprechend weitere Log-Bundles ziehen kann und gar keine weitere Notification, keine weitere Benachrichtigung des VM-Administrators erfolgt.
was passiert ist oder welche Log-Bundles in der Vergangenheit generiert und hochgeladen wurden. Das ist ebenfalls möglich, die Anzeige hier zu nutzen, um eben dort weitere Informationen zu bekommen. So viel zur Oberfläche und zur Integration in VRealize Operations Cloud. Springen wir wieder zurück zur Präsentation. Als Zusammenfassung für den Teil der Session. Wann soll ich Skyline nutzen? Punkt 1. Wenn ich jederzeit einen Einblick in meine Umgebung haben möchte, um diese zum Beispiel besser abzusichern oder stabil zu halten. Und natürlich Punkt 2. Wenn ich an einer schnelleren Lösung meiner SRs interessiert bin und zum Beispiel nicht mehr so viel Zeit mit der Erstellung von Logbundles verbringen möchte. Abschließend hier noch ein paar Links, die das Thema weiterführen. So, das war es nun aber. Ich hoffe, es war interessant. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war VMware Skyline und VMware Skyline Health Diagnostic auf der VMware UserCon 2021. Auf Wiedersehen.